Hallo und herzlich willkommen zu Tech Team mit Lord of Fame, hinter dem ein Creeper steht. Nein! Und Tommel HD. Oh, Alter. So, das ist ja. Und ich hab das auf Video. Das ist so ein geiler Start für die zweite Episode. Ich hab's nur so halb gesehen. Ich hab's voll gesehen, aber ich hab halt gerade Unmoding gemacht, Alter. Danke, Tim, für diese geile Momentaufnahme, ey. Danke. Alter, nein. Ich hab deine Sachen aufgenommen, keine Sorge. Ja, gib mir die Bombe zu. Da ist ein Skelett. Was ist denn du alles? Weißt du, Werkzeug schon mal? Ja, ich hatte nur das. Ich bin nur das. Also, ich bin hinter euch, ich bin da. Oh, geht ins Haus, geht alles ins Haus, ich mach viele. Alter, oh, Tim ins Haus. Ich sterbe sonst. Ich werde sterben. Tim. Schnell, ich hab Angst. Lol, ich bugge in der Tür. Lol. Leute, ich bin nur einer. Lol, verpisst euch, ich will ins Haus. Lasst Paul draußen. Fünf Leute versuchen die Tür aufzumachen, ey. So, ich pack mal alles in die Kiste, was nicht mir gehört, ne? Ja, mach das. Tim, also. Alter, hast jetzt alles rausgenommen. Junge. Alter, auch das. Steine. Ach, eine Rose, ey, die ist aber süß. Die müssen wir auf jeden Fall pflanzen, ey. Aber es geht leider. Nein, nein, Rosen nicht pflanzen. Ich brauche nicht jetzt den Farbstoff. Wolle du Rose kaufen? Schade, beste, Alter. Ah, oh, das packen wir mal so, so, so. Das Schwert dahin, Alter. So, wer will aufs. Ja, das ist ein Skelett. Ja, das ist möglicherweise das hier. Alter. Piss dich. Legst du die Luft? Yeah. Cool. Das Ding hat einen Bogen gedroppt. Alter, Bogen, nice. Ich sollte gleich noch was essen, weil ich hab. Du hast einen schönen Pfeil im Kopf, Paul. Ja, du hast auch einen Kopf und einen Schwanz und einen Arsch. Pfeil. Muss ich diese Bedrücker eigentlich auspiepen? Ja, aber muss. Wusste ich bei meiner Intro-Space-Aufnahme auch. Keine Ahnung. Hast du es schon gemacht? Nee. Ja, aber ich muss die Aufnahme. Ich hab die zwar schon gerendert, aber ich hab die halt vorhin nochmal neu gerendert. Das hat halt gedauert. Aber die erste Folge ist fertig. Was machst du eigentlich da, Dommel? Ich suche Kohle und so. Hinter unserem Haus. Das ist, vielleicht solltest du das draußen machen und nicht unten. Ja, aber es ist doch gerade Nacht. Und wie wär's, wenn wir dann einfach produktiv sind in der Nacht? Irgendwie ist immer, wenn wir aufnehmen, Nacht, ne? Wir können auch Tante Emma Laden spielen. Ja. Oh, nee, Paul. Ja, das ergibt sich da mit dem Sand hier so. Wer kann mir vielleicht mal eine Steinspitzhacke machen? Ja, kann ich mal. Warte. Scheiße, jetzt hat Sand. Und mir ran rüberschmeißen. Ich geh mal gerade durch die Gegend. Mach ich. Alter. So. Steinspitzhacke. Ich hab da hinten was gefunden, was mich interessiert. Das sieht aus. So. Ja, wir gehen jetzt gerade in die Höhle, wie gesagt, holen ein bisschen Kohle und so. Lol, und einfach, gut, hab eine Steinspitzhacke, kommt. Okay. Ich komm gleich. Ach, Domme, was du vielleicht noch nicht so kennst, das gibt's hier in dem Spiel. Also, es gibt hier bestimmt verschiedene Pipes. Also, ich erkläre jetzt mal gerade so ein bisschen die Grundlagen. Boah, das Pipe-System ist so schön, ne? Ja, und zwar kannst du das wie die. Ja, die kenne ich, die Pipes kenne ich. Ja, aber es gibt bei Fiete Beast und Waterproof Pipes, keine richtigen Transfer-Pipes. Pass auf. Ja, da kannst du ganze Items. Oh, ich hab eine Höhle gefunden. Richtig cool. Kennst aber bestimmt diese Trichter, ne? Bei der neuen Minecraft-Version. Ja. Die Pipes sind sowas ähnliches, nur es gibt Pipes mit verschiedenen Gegnern. Zum Beispiel gibt es Diamant-Pipes, die können Sachen aussortieren. Es gibt Eisen-Pipes, dann kannst du mit. Ventile machen, also es gibt verschiedene Sachen davon. Nice, Domme, du schaffst auch immer wieder die Creeper zu erwischen, wa? Ja, aber ich hab nur einen Hals. Ich hab übrigens Copper Ore gerade gefunden. Ach ja, übrigens wisst ihr jetzt auch, warum ich dort auf Fehling halte. Dann ziehen wir bitte den Anfang dieser Folge. Ja, das stimmt. Wir starten die Aufnahme. You're dying. Ja, echt, ist halt echt die Beste, ne? Aber hier ist voll wenig Kohle in diesem Modpack, kann es sein? Ah, Kohle Eisen. Ist eigentlich genug. Da hab ich auch diese alten. Also, es hängt halt vom Gebiet manchmal ab, wenn du keine Kohle findest, aber. Oh, hier ist Eisen, ich hab Eisen. Braucht man, das kannst du mir dann leicht geben, dann mach ich da einen Generator. Ah, dir gleich geben, ne? Monster! Oh, au, au, Alter, Schmerz! Da bist du so blöd, ein Monster zu bekämpfen. Nee, aber da waren gerade ein paar mehr. So ein ganz Skelett. Mega laut. Also, die Musik ist bei mir eigentlich voll entspannt, gerade, Alter. Die Tür will mich gerade trollen, ey. Was ist, warte, ich muss gerade gucken, Quarzkristall, ist das gut? Quarzkristall, ja, daraus kannst du dir Schwerter und sonst was machen, die sind fast so stark wie Diamant. Halt. Okay. Aber nur krass. Es gibt jetzt hier auch viel bessere Stoffe als Diamant und auch viel bessere Rüstung als Diamantrüstung. Und zwar gibt es diese Elektrikrüstung.
Ja, ja, das kenne ich. Das ist so mega gut, ey. Die kannst du einfach. Ja, also es gibt Nano-Suit und es gibt Quantum-Suit. Nein, Creeper, geh weg! Nein! Nein! Und auch mit Kohle. Verpiss dich, Creeper. Ich lohnt sich wirklich hier auch mit dem Ticket zu. Töte mal bitte den Creeper, der da auf mich zuläuft. Ich hab nämlich nur noch 4 Herzen. Bitte töte ihn, bitte. Bitte, ja, bitte, bitte. Ja, genau das ist. Ich bin ich halt der Einzige, ja, der produktiv ist. Ich hab bist der Einzige gefunden. Was willst du eigentlich? Nein! Boah, ich hab ihn getötet. Ja, ich geh mal kurz Bäume abholzen, weil. Ich explodiert. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Ja, ich geh mal da hinten diesen riesen Baum abholzen, weil ich brauche unbedingt was zu essen oder so. Ich hab ihn getötet. Drin, ne? Ich hab ihn getötet. Oh, ja, Leute. Ich mach mal was mit. Zu essen. Ich würde sagen, wir gucken heute schon, ob wir unser Haus bauen können, so ein bisschen, wenn's hell ist. Gehen wir gleich mal raus und gucken so die ganze Zeit draußen. Also, ich bin dabei. Paul und ich. Oh, cool, Körperordnung. Also, wie gesagt, ich gehe unter die Erde. Ja, Paul und ich. Ich also glaube, Paul und ich bauen wieder was ganz klassisches Oberflächen. Unter Wasser. Ja. Nee, das ist so Standard, so Mainstream. Ja, ich hab Lust drauf. Ja? Paul, ja? Weißt du, brauche ich auch Bock hätte? Ja. Lass mal irgendeinen Berg suchen und mal in den Berg klopfen. Das ist doch genau das gleiche, als ob du. Ja, ich rede jetzt nicht so standardmäßig in den Berg geklopft. Ich rede jetzt so. Yes, ich habe endlich was zu essen gefunden. Mein Essen lädt sich endlich auf. Halleluja, ey. Und hier ist ein Vierfachbaum, das finde ich uncool. Oha. Alter, Junge, hab ich. Alter, Scheiße, ey. Ich hätte nicht den Baum mit 4 Wurzeln abbauen sollen. Meine Axt. Nee, das soll nicht wirklich. Das ist Arsch, ey. Egal, Holz haben wir auf jeden Fall jetzt erstmal genug überhaupt. So, rein frei aus wissenschaftlichen Berichten her. Würde ich behaupten, da haben wir nur Holz. Ja, geil. Das ist eigentlich schon mal anfangen, ne? Ja. So. Oh, es kommt Wasser jetzt rein. Nein, ich werde schon. Ja, passiert, komm. Boah. Ja. Na, was? So. Scheiße, ja, Tim ja, und so, ne? Ja, dies das. Tim, dies das. Wieso denn da ich, nur Ananas. Ich bin. Weil du schwul? Ja, du bist. Nee. Oh, das ist schon hell draußen, ja. Geil. Puh, guck mal, ich bin hier rausgekommen, hier. Ja. Hier unten, ja, hier. Ich brauch mal grad kurz. Echt? Du bist lol. Nice. Aber ich brauch gerade, das war. Was? Ihr wollt Schläge? Oh, geil, hier ist XP for free. Nice. Oh, geil, hier gibt's Äpfel. Dass ich XP for free voll abstaubt, Alter. Erstmal ein Hühnchen killen. So, geil, ich hab jetzt rohes Hühnchen, das ist gut. Aber ich brauch Steine. Ich hab genug Steine. Ich geh mal in die Kiste, weil ich brauch neues Werkzeug. Axt ist was zu machen. Ja, muss ja kommen. Ich muss hier erstmal. Ich mach mir jetzt Eisen erstmal hier. Irgendwas mit Eisen. Iron Sachen und dann geh ich ein bisschen auf Expedition, würde ich sagen. So. Shard of Minium kenne ich noch. Ich hoffe, man sieht das jetzt auf YouTube, weil es ja der Brightness ist ein bisschen. Cool, du hast Eisen gefunden, das ist cool. Gib mir. Drop mal den Stein. Moment. Geh genau vor mich, genauso. Warte. Ja, ich will, so kann ich mir nichts anklicken. Das meine Maus buggt manchmal. Derbst, warte ganz kurz, Moment. Ja, Ja, drops halt einzeln. Ja, meine Maus buggt, ich kann irgendwie nichts anklicken. Keine Ahnung, was da ist. Ja, drück Shift und. Ja, das geht irgendwie. Aber warte, genau mal, darum geht's. Wenn die Maus buggt, hast du das Ding sehr schnell. Ich kann nichts annehmen, das ist meine Tastatur. Ich glaube, da ist immer eine Großschreibetaste dann drin. Aber jetzt gerade geht's nicht. Du hattest es also in der Schnelldingsleiste, wa? Ja, ja. So. Wenn dein Eisen fertig ist, brate ich mir erstmal hier mein schönes Hühnchen, ey, so medium rare und so. So. Ich mag's gern Englisch. Ich hab mein Hühnchen dran. Was? Ja, ich bin ein Schaf, ich gebe Wolle. Also, wir werden uns auf jeden Fall ab dem Moment freuen, wo wir einen elektrischen Ofen haben. Ja, da freue ich mich sowieso. Wir müssen mir einen bauen, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ihr müsst mir ein bisschen helfen. Ja, das ist. Ich hab davon keinen Plan. Problem. Wenn du so ein Elektroofen ist schon ein bisschen teuer, weil dafür brauchst du Copper-Cable, Refined Iron und Redstone. Aber Redstone findet man eigentlich oft genug. Ja, Redstone findest du ja eigentlich auch schon benutzt. Ja, ich werde. Ab der ersten eigenen Folge werde ich dann eh in die Höhlen kurz gehen und dann werde ich. Also, egal was du in den Höhlen findest, nimmst du mit. Du wirst sogar Stein brauchen ohne Ende, sogar Erde. Für den Anfang. Wenn du Mass Fabricator und Recycler hast, wirst du Erde ohne Ende brauchen. Ja, Mass Fabricator, beste Junge. Was soll ich jetzt an der Kiste machen? Ich bin gerade irgendwie ein bisschen verpeilt. Ich will gleich zur Kiste. Ich laufe gerade irgendwo hin, ne? Und dabei habe ich gar keinen Plan, wohin. Also, eigentlich. Das ist so. Eine gute Richtung. Soll ich? Soll ich später versuchen, wieder so ein geiles logistisches System zu machen?
Ja, aber lass erst mal gucken, wie weit das ja, ist. So. Weil ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade schon mal eine richtig geile Höhle gefunden. Es dauert eh noch 20 Folgen oder keine Ahnung wie viel, ey. Auf jeden Fall sehr lange. Sieht jetzt natürlich hier gerade gar nichts, glaube ich, in der Aufnahme. Alter, ey. Ich brauche so viel Essen, das ist ja... Wofür brauchen wir eigentlich verrottetes Fleisch? Wozu kann man das benutzen? Was? Um Essen dein Leben aufzufüllen. Ja, verrottetes Fleisch? Hä? Ja, das ist zwar vergiftet, aber das hilft dein Leben auffüllen, trotzdem. Echt? Und da kriegt man wieder Giftung oder sowas? Nee, doch, also ich glaube, wenn das voll aufgeladen ist, bist du ein bisschen vergiftet, aber es gibt kein Leben weg. Nee, das hilft glaube ich kaum was. Also das ist eigentlich fast Quarz, wie ja, ich habe Quarz gefunden, ich kann gleich eine Quarzachse und keine Ahnung machen. Aber geil. Ich werf das erstmal weg und die Feder brauche ich auch nicht. Oh, hier hinten ist ein Vulkan. Was? Ich bin so heiß wie ein Vulkan. Oha, heute verbrenne ich mich da. Lass mal den großen Baum abbauen. Warte. Nee, lieber doch, nicht. Warte, das mache ich, Alter. Das mache ich. Ja, warte. Ich mach mal den da. Hoffentlich schafft das meine Axt noch. Kennt ihr das, wenn ihr euch vornehmt für die Aufnahme, euch das Wasser bereitzustellen, aber ihr es vergesst? Nee, ich hab noch zwei Flaschen hier stehen, also. Ich hab noch gar nichts mehr hier stehen, also. Von daher Jodo. So, also der Baum ist jetzt weg, wie du sehen kannst, wie du uns schwer kennen kannst. Alter, hier ist nichts, egal. Ich sag lieber nichts. Lalalala. Oh, das Hühnchen. Also, stirb. Lalalala. Von dem krieg ich Essen, Junge, was ist da los? Also ich bin gerade ohne Ende cool. Ja, ist doch gut. Aber Holz hab ich schon. Ich werde jetzt gleich, ich mach das mal. Iron. Ich hab den Vulkan mittlerweile auch gesehen. Ich weiß, was ist das denn, Alter? Ich hab gerade Kakaobohnen gefunden. Ah, ich hab keinen. Ja? Kakaobohnen? Ist ja die hängen an den Bäumen dran, einfach komisch. Ist irgendwas Gutes? Da hinten sind noch mehr Kakaobohnen. Tim, brauchen wir Kakaobohnen? Daraus kannst du Kekse machen, aber wir bringen jeweils ein halbes, also nicht das. Ah, komm, ich Alter. Glaub ich, ist Saphir oder Uran? Ich weiß es nicht. Wir machen Old Grandmas Kekse, ey. Weltberühmt. Was ich dir empfehlen kann, Dominik, bevor du anfängst mit Solarpanels und sowas, weil die relativ teuer sind. Also da brauchst du wirklich. Ach was, das dauert bei mir noch Ich würde dir erraten, weil das ist relativ günstig, ein Urankraftwerk, also ein Atomkraftwerk zu machen. Ja, gibt es hier? Für Anfang ist das, also für den Anfang ist das echt gut. Das hat ja, da kann man doch alle vergiften, wenn das schief geht. Ja, das sind aber ungefähr die Sprengkraft von 50 TNT-Blöcken. Ja, also guck mal, bei so einem Mini-AKW, wo so nur einzelne Uranzellen drin sind, da kann nichts passieren, meinte Tim zumindest. Ja, also es reicht ein... Meinte Tim zumindest. Das hört sich ja sehr viel an. Also ganz ehrlich, wenn du... Ich hab zum Beispiel das bei uns gemacht mit Red Alloy Wire, dafür brauchst du dann auch so ein Alloy vorne und keine Ahnung. Ja, das kannst du dann auch so die Wände hochbauen, das als Redstone, das gibt Redstone-Signal weiter. Ja, dann kannst du da unten im Piston hinmachen, da wird das Signal weggestellt. Und dann kannst du das immer anmachen, wenn deine Bedboxen leer sind. Bedboxen sind Batterieboxen, also die füllen sich auf und geben Strom ab. Also wenn für aufladen und sonst was. Die Variante davon sind die MFUs, die brauchst du das, spätestens, wenn du so eine elektrische Rüstung hast. Also es gibt drei Arten. Es gibt aber die Bedbox, das ist die Low, also das Low Voltage. Dann gibt es den MFE, das ist Middle Voltage. Und dann gibt es MFSU, das ist High Voltage. Okay. So, also ich bin jetzt gerade mal zurück in unser Haus gekommen, so um ein bisschen Holz zurückzubringen. Und die Kakaobohnen für Old McDonald's Original Cookies mit Creme. Ich hab auch so. Seeds, scheiße. Aus Kakao, richtig. Old McDonald's, Cafe Child. Sehr, sehr geil übrigens heute. Eure Frise hat wieder sehr, sehr geil. Also, richtig, Tim, deine Brille in Minecraft. Sehr, sehr geil. Ja, mein Skin ist eh geilste, ey. Dein Mongo-Skin. Mongo-Skin, Junge. Nur weil ich eine Unterhose trage, was bist du für ein Rassist? Nein, dein. Oh, nein, ich habe meine Skin ist. Sind deine komischen Augen da was drin? So, ja. Ich bin etwas Besonderes, hat meine Mutter gesagt. Also halt dein Maul. Ah, du bist ja etwas Besonderes. Ich hab die Koordinaten. Oh, heul. Ja, ich sehe schon, hat schon erledigt. Ja. Ich muss mal mein Brusthühnchen warten. Irgendwas hat mal. Bei mir gemacht. Scheiße. Also ich hab ohne Ende Kohle dabei. Ja, das ist doch eine gute Sache. Ohne Ende Copper, also Copper käme, wenn wir gleich noch. Die Kohle habe ich alle bei mir. Kohle haben wir auch genug im Ofen. Ja, Tim, willst du jetzt einfach einen normalen Stein daraus machen? Woraus? Ja, aus dem Copper, was du da hast. Oder aus dem Dings. Ich habe Minecraft nicht auf Englisch, die abgebauten Steine halt. Nee, Kupfer. Copper. Kupfer, nicht Kabel. Copper-Ohr. Ja. Ist okay. Jetzt habe ich Kupfer-Ingot.
also, wie gesagt, ich grabe jetzt erstmal ein bisschen hier rein und gucke über die Welt unten an. Ja, mach das. Boah, fuck, ey, das Alter, ich bin immer am Plan. Wie lange sind wir eigentlich schon? Ja, die Aufnahme ist in 5 Sekunden eigentlich. Ja, ich bin ein gutes Zeitgefühl. Dann würde ich sagen... Sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja. Oder ja, und da, ganz kurz, da werde ich dann einfach hier ein bisschen ins Meer reinbauen, ein bisschen Glas mit mir holen und alles schön machen und einfach mal gucken, wie wir da was machen könnte. Keine Ahnung, mal Bock darauf, einfach was anderes zu machen. Und ich würde sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Daumen hoch bei uns allen, ne? So. Ich schaue bei den anderen auch nochmal rein, wenn ihr Lust habt. Ja, genau. Vor allen Dingen abonnieren ist kostenlos, ja. Ne? So, da ist da hergestellt. Also, aber ja. Bestimmte Kanäle können jetzt schon kostenpflichtige Abos verlangen. Ja. Musst du bezahlen, das gibt's aber zum Glück noch nicht in Deutschland. Ja. Ah, ja, in Deutschland ja, noch nicht. Glück. Stimmt. Das stimmt. Gotcha. Öffentlich also, richtiges, rechtliches YouTube, das wäre aber was. Ja. Also. Genau. Also, wie gesagt, ja. Liken und teilen wäre immer gut. Also, ja. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, schaut auf den anderen Kanälen vorbei. Bis zum nächsten Mal, haut da rein und tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.